Von Skeptikern und Muslimen höre ich immer wieder den Einwand, dass ja die Erbsündenlehre erst durch Paulus erfunden worden sei, keinerlei biblische Grundlage habe und dass es ja ungerecht sei, dass wir für das gerade stehen müssen, was Adam und Eva verbockt haben. Doch das ist eine vollkommen falsch verstandene Definition von Erbsünde. Denn wir wissen bereits seit dem Fall des Menschen, dem Sündenfall von Adam und Eva, dass nicht die Vererbung deren Sünden gemeint ist, sondern unsere Sündhaftigkeit, unsere Veranlagung zur Sünde, unsere sündhafte Natur und dass wir eben in dieser Welt die Manifestation des Schlechten sehen. Ja? So schreibt beispielsweise König David um 1000 vor Christus in Psalm Kapitel 51, Vers 7: Siehe, ich bin als Sünder geboren und meine Mutter hat mich in Sünden empfangen. Das bedeutet, dass das Konzept einfach nur bedeutet, dass diese Welt bereits sündhaft war, als ich auf die Welt gekommen bin, weil als meine Mutter mich auf die Welt gebracht hat, bereits die Sünde auf der Welt herrschte. Das bedeutet, wir bezahlen ja nicht dafür, dass Adam etwas gemacht hat oder dass Eva etwas gemacht hat, sondern wir haben die ersten Repräsentanten der Menschen. Ja. Erstens einmal ist es nicht so, dass Gott uns reinreiten wollte. Gott hat uns nämlich ganz klar im Garten Eden gesagt, was falsch ist. Zweitens sind Adam und Eva die bestgemeinten Repräsentanten der Menschheit. Denn Adam und Eva sind ja laut Bibel, wie wir bereits herausgearbeitet haben, nicht die ersten Menschen, sondern die ersten zum Priesterdienst berufenen Menschen. Das bedeutet, es sind die ersten Menschen, die Gott gehorchen und Gott verehren sollten und sind die ersten Menschen, die das an das Volk Israel ergangene Gesetzesbuch einfach empfangen sollten und darauf auch hören sollten. Und dann haben selbst sie versagt. Adam und Eva sollten eigentlich als gute Menschen, als Priester und Priesterin für uns die Kohlen sozusagen aus dem Feuer holen, beziehungsweise diesen Bund für Gott klar machen, die Beziehung zu Gott klar machen. Und Gott hat ja auch ganz klar gewarnt davor, was passiert, wenn dem nicht so ist. Auch in Psalm 38 beklagt David seine eigene Sündhaftigkeit und zeigt damit die Demut, die Gott wohlgefällig ist. Es ist also diese Demut, die aus der Erkenntnis der eigenen Schuld und Sündhaftigkeit vor Gott entsteht, zu der das Gesetz führen sollte. Paulus drückt das im Römerbrief so aus, Römer Kapitel 3, Vers 20, weil aus Werken des Gesetzes kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden kann, denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Heißt, ohne Gesetz keine Sünde. Das bedeutet dadurch, dass wir von Gott dieses Gesetz gemacht haben, beziehungsweise dass wir dieses Gesetz bekommen haben, können wir überhaupt erst von Sünde und Versündigung sprechen. Es ist nicht so, dass Adam und Eva etwas getan haben, das Gott nicht gepasst hat und sie das nicht wussten und dann plötzlich Gott sagt dann, ja, jetzt habt ihr halt Mist gebaut, sondern Gott hat Adam und Eva, den ersten Dienern Gottes sozusagen, das Gesetz übergeben und sie haben es wissentlich übertreten. Im Wissen darum, was passiert, wenn es tatsächlich so geschieht. Und dann müssen wir ganz klar sagen, was das Konzept der Erbsünde und der Ursünde auch ist. Denn es lehrt nicht, dass wir das ausbaden, was Adam und Eva getan haben. Es lehrt, dass jeder Mensch, der anstelle von Adam und Eva gewesen wäre, irgendwelchen Versuchungen erlegen ist. Es ist nicht so, dass der Mensch etwas tun muss. Ja? Ein Ehemann muss seine Ehefrau nicht mit einer anderen Frau betrügen. Doch manchmal wird dieser Mann einfach so, dass er sagt, naja, okay, jetzt einfach um Spaß zu haben, weil ich auf mich schaue, also auf purem Egoismus, schlafe ich jetzt einfach mal mit dieser Frau und ja, ist mir dann egal. Ja? Das aber heißt nicht, dass wir determiniert sind, Sünden zu tun, sondern dass jeder Mensch im Laufe seines Lebens immer wieder gewisse Versuchungen, von denen er zwar weiß, dass sie falsch sind, ja, aber sich trotzdem auf sie einlässt. Ja. Und das sind eben diese Dinge, die Adam und Eva bereits taten. Und Adam und Eva waren ja nun wirklich Menschen, die zum Priesterdienst berufen worden sind. Das bedeutet, keiner kann sich freisprechen davon. Deshalb brauchen wir auch nicht so zu argumentieren, dass jetzt Adam und Eva, oder dass Gott durch Adam und Eva die ganze Menschheit gesündigt hat. Ja. Und auch falsch ist die Behauptung oder auch unlogisch und undurchdacht ist die Position, dass Gott uns ja nur erschaffen hätte, um uns zu bestrafen. Gott hat uns nicht erschaffen, um uns zu bestrafen, sondern er hat uns erschaffen, um seine Liebe mit uns zu teilen. Er hat uns auch erschaffen, damit wir sein Gesetz tun und mit ihm quasi zusammen diese Schöpfung gestalten, als Ebenbild Gottes. Und der Mensch, der hat ja nicht einfach so Mist gebaut und Gott hat ihn dann einfach so bestraft, weil er lustig war. Er hat diesen Menschen eben
eben ganz klar gesagt, was falsch ist und was richtig ist. Und der Mensch hat eben mit voller Absicht getan, was falsch ist. Das bedeutet, diese Erkenntnis der Sünde führt zu Demut, Stolz hingegen ist vor Gott ein Gräuel. Prediger Kapitel 16, Vers 5, Psalm Kapitel 101, Vers 5. Ja. Dass Jesus um unserer Sünden willen durchbohrt werden würde, wurde schon 740 Jahre vor Christus durch den Propheten Jesaja prophezeit. Jesaja Kapitel 53, Vers 5 bis 8. Jesus bestätigt dies nach seiner Auferstehung. Lukas Kapitel 24, Vers 47. Das bedeutet, wir haben es bei der Erbsünde nicht mit einem ungerechten Konzept zu tun, sondern wir haben es damit zu tun, dass die bestmöglichen Vertreter der Menschheit, ja, die ersten, die zum Priesterdienst berufen wurden, die ersten, die das Gesetz Gottes bekommen haben, tatsächlich versagt haben, obwohl sie dazu berufen worden wären. Und dadurch, dass wir in unserem Leben von uns selbst sehen können, dass wir uns immer wieder, obwohl wir wissen, dass wir etwas Falsches tun, diesem Falschen hingeben, einfach um uns oder irgendwem anderen einen persönlichen Vorteil dadurch zu erschleichen, auch nicht besser sind, weshalb wir es auch verdienen, ja. Und es ist ungefähr so, als würde ich eben sagen, naja, meine Mutter hätte mich nicht gebären dürfen, weil meiner Mutter ja klar war, dass ich als Mensch irgendwann mal Fehler mache und dass ich nicht perfekt sein werde. Ja? Deshalb hätte mich meine Mutter nicht bekommen dürfen. Ich darf mit einer Frau niemals Nachkommen zeugen, denn ich weiß jetzt schon, dass sie ab und zu Mist bauen. Es geht nicht darum, dass man Mist baut, sondern es geht darum, dass man mit Gott bzw. durch eine lebendige und liebende Beziehung eben versucht, sein Leben so gut wie möglich zu gestalten. Und das war auch das Ziel Gottes. Es war nicht das Ziel Gottes, uns zu bestrafen, und es war auch nicht das Ziel Gottes und es ist auch nicht das Ziel Gottes, uns dafür bluten zu lassen, was Adam oder Eva getan haben. Das bedeutet, dadurch, dass unsere Vorfahren bereits so waren wie wir, nämlich dass sie ab und zu zwar wussten, was richtig und was falsch ist, aber trotzdem entgegen ihres Gewissens gehandelt haben, jetzt eine schlechte Welt haben. Ja? Und dies sehen wir ja, dass wir nicht zu der Verbesserung dieser Welt beitragen, sondern weiterhin egoistisch handeln und weiterhin unmoralisch handeln. Ja? Obwohl wir schon des Öfteren eines Besseren belehrt wurden. Das bedeutet, die Erbsünde ist nicht ungerecht, sondern die Ursünde ist die Konsequenz dessen, was jeder Mensch in seinem eigenen Leben beobachtet, nämlich nichts Geringeres als das, dass wir uns an die eigene Nase packen müssen. Doch Gott hat uns nie aufgegeben, hat immer wieder Bündnisse mit uns geschlossen und der neue und ewige Bund in Jesus Christus gibt uns die echte Chance zur Veränderung. Wenn wir allerdings auch den nicht einhalten, naja, dann wissen wir es zwar eines Besseren, aber haben uns trotzdem schuldig gemacht, und wer dann noch Gott irgendwelche Vorwürfe für seine eigenen Verfehlungen macht, naja, der weiß, warum er in der Hölle verloren ist.